Gold machen. Das war der Wunschtraum von Regenten und Alchemisten, von Scharlatanen und Abenteurern um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Seit Jahren wurde die Goldmacherei überall erörtert. Niemandem aber war sie bisher gelungen. Viele dieser armseligen Geschöpfe, die in ihren Goldküchen laborierten, mussten ihre Weisheit mit dem Kopf oder mit jahrelangem Kerker bezahlen. An den Königshöfen aber wurden prunkvolle Feste gefeiert. Nach dem Glanz eines Hofes beurteilte man den Wohlstand des Landes. Von ihm hing sein Ansehen ab. Wie lange aber würde sich dieser übergroße Luxus halten lassen? Das Gold in den königlichen Kassen wurde zusehends weniger, die Armut des Volkes zusehends größer. Gold machen. Das war das Wunder, welches man ersehnte. Das Wunder, das die leeren Kassen füllen sollte. Gold machen. Das war das Schlüsselwort. Und in der königlich-preußischen Schlossapotheke am Neuen Markt zu Berlin gab es einen, der von sich behauptete, ein Goldmacher zu sein. Der mit Hilfe eines Wunderelixiers, welches ein geheimnisvoller Mönch ihm geschenkt hatte, unedles Metall unter Zeugen in reines Gold verwandelt haben sollte. Der Apothekergehilfe Böttcher. Wie ein Lauffeuer breitete sich die Kunde über die Stadt aus und auch der Preußenkönig Friedrich I. hörte davon. Unverzüglich sollte dieser kostbare Schatz, dieser Böttcher, in königlichen Gewahrsam genommen werden. Man begab sich zur Schlossapotheke, doch rechtzeitig gewarnt, gelang Böttcher in letzter Minute die Flucht.